Guten Tag. Ich weiß nicht, was ich hier mache, außer dass da so PTS steht. So, da hier, da auf dem Monitor, ja, auf der anderen Seite, da steht PTS. Ne? Wenn er jetzt hier wärt, könntet ihr das sehen. Also, ne? Wenn er jetzt hier wärt, könntet ihr das sehen. Aber damit ihr seht, ne, das hier meine ich, dass da oben rechts, links ist das. Von mir aus rechts, da, ne, Welcome to the PTS schon wieder. Und das mache ich deswegen, weil ich ja beim letzten Mal da in einer Custom World war, mit neunfachem Schaden und quasi unsiegbar. Nicht nur quasi, sondern auch praktisch und tatsächlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das doch tatsächlich mal mit dem normalen, mit meinem normalen Charakter. Und dann will ich mal gucken, ob die Expeditionen, ich wollte gerade schon sagen, die täglichen Operationen, aber nein, die Expeditionen, ob die viel schwerer sind, wenn man normal spielt. Das heißt, ich muss jetzt nochmal die täglichen Quests für die Whitespring-Zuflucht, Tachchen, dich muss ich ansprechen. Well, hello, darling. A pleasure to meet another guest of our fine establishment. I am Orlando, your host and management liaison. I believe they're looking for fighters, actually. Ich bin dabei. Was passiert als nächstes? Oh, you're terribly brave, aren't you, dear? Imagine if we all had such courage. I recommend you speak with Mr. Skippy Rurich. Heißt Mr. Rurich. Okay. Herr Rurich wäre auch irgendwie auffällig komisch. Doch, Sophie. Well, hello there, stranger. Pleased to meet you. I'm Sophie, Sophie Wagner. Ich muss mal kurz an meine Kiste. Come back if you're ready to donate. Rockloff. Da ist Rockloff. Den 50 davon. Von dem Rockloff. Bitteschön, Rockloff. Glad to see you've returned. Are you ready to donate? You do? Amazing. Thank you so much. This is going to be a big help. Evening. Bonjour. My name is Esme Rousseau, but most people around here know me as Chef Esme. Kannst du was anderes kochen? Du kochst offenbar immer dasselbe. Ja, ich habe ein bisschen Zeit. How wonderful! I can't wait to whip up something delicious for everyone. The stew requires potatoes, venison, salt, black pepper, and carrots. The ingredients can be found in our storage area. Hier, da ist ein Basket von irgendwas. Da sind die Tattoos. Ah, hier ist irgendwie Karottentotten. Bei den Karottentotten sind wir jetzt. Aber ich will einfach noch stirren, damit es nicht anköchelt. Da, guck mal, alter Fleisch. Das rohe Fleisch liegt ungekühlt im Regal. Here is your finished stew. Now. Hallo. Meine Waffe wollte ich nicht zücken. Keine Angst, das war aus Versehen. Got a lot of folks here with sickness we don't understand. And injuries we don't know how to treat. What we need more than anything is know-how. I heard there's a chess set around here if you ever want to play. Schach? Aber nur wenn es Strip-Schach ist. Interessant. Schön, dass es dahin führt. Jetzt wird natürlich die Quest wieder angehen. Von wegen, töte doch mal eben die blöden Roboter. Damit sie aufhören, hier die Menschheit zu dezimieren. Sag ich doch. Automated warning to all responders. Mr. Farmhands are out of control. Egal, ich bin aber hier für die Responderkins. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, was es ist. Search for information, ketchup, babbage, da muss ich hin, okay. Das sind noch nie so richtig bewusst geworden, aber die haben lustige Strohhüte auf. Da muss ich die auch noch zur Strecke bringen. Da hilft dir dein lustiger Strohhut auch nicht. Veterinary Records Terminal. Einfach mal durchklicken. Jetzt weiß ich, wo ich suchen muss. Da. Ah, okay. Hospital für Guide. Hallo, Herr Mediziner. Können Sie so ein kleines Flugblatt über die Krankenhäuser in Appalachia gebrauchen? Hallo. Hey there. Don't think we met. I'm Skippy. Skippy Rurich. Fantastic. Let me just get Rucker in here. It's her bird, after all. Flum. I can't wait until dinner. He can't wait on her dinner. Ich kann mir auch vorstellen, was es gibt. Nämlich Tato, Karotten und Hirschfleisch-Eintopf. Was anderes kann eure Köchin nämlich nicht. Hallo, Lennox. Hallo, Vertibird. You're my right to the pit, yo. Yeah, right on. About time we made another trip out there. I mean, me and my girl here. Man muss ja am Anfang zum Kochen in das Kochoutfit wechseln. Und es lässt mich ständig nackelig. Gut, dass ich Unterrüstung anhab. Sonst wäre es ein wenig zugig. Eigentlich möchte ich nämlich Kleidi anhaben. Kleidi Klum. Next Expedition. Start Nef Expedition. Yeah. This thing on? Hey, I'm Hex, leader of the local 42, a union cell in the area. Skippy said that you're coming to help. Meet me on the ground and I'll fill you in.
Sie wird mich reinfüllen? Wo rein denn? Wird das wehtun? Da sind wir mal. Und ich gehe jetzt mal direkt zur Hexe. Direkt zur Hexilein. Hallo. Komm her. Okay, also sonderlich hilfsbereit für ihre eigenen Leute sind sie nicht. Da ist offenbar jemand einfach so vor ihr gestorben. Ja, von den Beerdigung begraben machen. Wozu? Passiert doch eh ständig, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Ja. Es ist wie das Putzen eines Hauses, es hört niemals auf. Und so ist das hier mit dem Sterben. Tach. How do you feel about raiding a supply depot? Gut, ich raide Supply Depots quasi in meiner Freizeit. Jeden Tag. Das Schlimme ist, jetzt nehme ich tatsächlich Schaden. Oh mein Gott. So, lass mich bitte hier hoch. Ich will wenigstens das DMTD schon mal platzieren. Okay. Schon ein bisschen mehr Schaden jetzt als gar keiner. Das ist aber meine Aufgabe, euch alle zu killen. Das sagt das Spiel, dass ihr das muss. Kann ich schon nichts für. Ein bisschen dichter machen, hier ist schon dunkel. Secure the Depot und Enemies in Area 0. Warte mal, nehme ich mal den Plasmawerfer. Wie taugt der gegen die Viecher? Ja. Okay. Die robustesten sind so offenbar nicht. Aber das ist auch nur Level 50, okay. Aber da sind immer noch zwei. Eins. How dare you? Ja, wie mag ich es? Sag das dem Spiel. Meine Schuld ist es nicht. Ich wasche meine Hände in der Unschuld. Und in eurem Blut. Aber vor allen Dingen in Unschuld. Also ich möchte nur noch mal anmerken, das ist meine ganz normale Waffe und mein ganz normales Bild. Und ich habe nicht mal die Skills für schwere Waffen. Ein Heavy Gunner drin. Also, ich bin nicht mal im Entferntesten dafür geperkt gerade. Ich könnte viel, viel mehr Schaden machen. Also im Moment hält sich der Schwierigkeitsgrad noch in Grenzen. Ja, super. Er hat gerade noch den Fuß reingehalten, damit der Balken aufhört zu steigen. Er kann da nicht drauf warten. Das tut mir leid. Hier laufen nämlich jetzt weg. Da wirst du ganz schön lange drauf warten müssen. Well, how about that? You're still in one piece. Guards, let him through. Schön, dass du gerade eine Pistole aus deiner Unterhose gezogen hast. Ach, da kam die dicke Beule in deiner Unterhose her. Von der handgemachten. Okay. Hallo. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Die wollte ich nicht erschrecken. Ja, I'm ready to head inside. Genau. Ich bin bereit, meinen Kopf da reinzustecken. Hallo, Wicker. Hey, name's Wicker. You look like a new face to me. What can I do for you, new face? Das Erste, was du machen könntest, wäre nicht weglaufen. Sehr freundlich von dir. Hey, name's Wicker. Ich habe ein Déjà-vu. Thank you. Sincerely. From the bottom of my heart, ich liebe dich. Möchtest du mich heiraten? Das hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat's gedacht. Wen siehst du denn da oben? Hä? Hä? Wen siehst du? Was ist los? Was ist los? Das gemeine Regal hier? Das Abraxo guckt dich böse an. Siehst du richtig? Oder dieser Schraubendreher? Ja, das provoziert dich. Das triggert dich, dass manche Leute den Schraubenzieher nennen, oder? Daran nichts. Moment, du bist mir echt. Alter, sind die versteckt. Und das Schlimme ist, der blöde Kompass ist ja so dermaßen tief unten am Bildrand. Da guckst du nicht hin. Du kannst dich entscheiden, entweder gucke ich auf den Kompass oder ich gucke dahin, wo ich hinlaufen muss. Beides gleichzeitig geht aber nicht. I'll do what I have to. Ja, was musst du denn tun? Das ist die Supply Crate, genau. Ist er? Die Supplies habe ich schon mal gefunden. It's a surprise, I found the supplies. Tong, 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 tong. Und das ist das Geräusch von den Koffern. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn du einen Büronachbarn hast, der so einen Koffer hat. Wenn du 8 Stunden den ganzen Bürotag lang dieses Gepiepe hast. Da unten. Auf den Baggerli drauf, Lee. Recover. Ich hab's recovered. Well, nicht so schnell. Ich krieg doch ein Schleudertrauma, wenn sich meine Figur so schnell umdreht. Okay, also. Die stärksten sind das definitiv. Es gibt stärkere Gegner im Spiel. Aber 5, 6, 5, 4. Hier oben. Warum guckt denn der die Treppe runter? Warte mal, 2, 4. Okay, da waren sie beim letzten Mal auch. Offenbar sind die Möglichkeiten, wo die komischen Steel-Ingots liegen können, tatsächlich doch begrenzt. Ach, da oben ist sogar eine Signal Strength. Interessant, man muss sich gar nicht auf das blöde Geräusch verlassen. Ach, da ist der Koffer.
Meep. The fanatics are using the Foundry's crucibles to brew up toxic chems to use in their weapons. Ich werde jetzt zum Zombie. Ich würde jetzt gerne einfach mal durch die Wände gehen. Take coolant. Ich take das coolant. Das ist so kalt, da fröstel ich sogar. Ernsthaft, ich bleibe jetzt die ganze Zeit gefroren. Schön. So sieht es aus, wenn man eingefroren ist. Ja, man kann sich noch genauso schnell bewegen wie sonst, aber man kommt einfach nicht so gut vorwärts. Das ist wie in einem Albtraum. Oh nein, 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 irgendwas verfolgt mich. Oh nein. So. Und wie mache ich das? Ach nein, Tatsache, das sind echt Granaten. Ist ja putzig. Und was passiert, wenn ich zu doof bin und daneben werfe? Das könnte ich jetzt einfach ausprobieren, aber ich will es nicht. Dankeschön. Oh. Hier ist nur... Ey, wie geht denn jetzt? 5 von 5. Das ist ja nice. Das Ding ist viel, viel schneller. Dafür ist die eigentliche Quest jetzt viel umständlicher. Darf ich jetzt oder bleibt das wieder irgendwo hängen? Dankeschön. Jetzt bin ich hier hoch. Jetzt muss ich da wieder runter und nochmal holen. Oh. Da hat gerade einer von den Fanatikern mir angedroht, dass er mich lebendig häuten wird. Aber bitte nur unter lokaler Betäubung. Sonst zwickt das immer so. Lalalalalalala. Dieses Einfrieren macht ja irgendwo schon ein bisschen Sinn, weil du ja die ganze Zeit mit diesem coolen Ding rumläufst. Aber das ist so dermaßen nervt, das ist mir echt unnötig. Sind wir hier auf dem Jahrmarkt oder was? Also man sollte doch eigentlich meinen, okay, hier kann ich doch einfach mal eben das Granätchen reinfallen lassen. So, bitte reinwerfen. The Founders fanatics won't mess with us again anytime soon. You're a hero, pal. You brought us the time we need to regroup and live another day. What the hell is that? Ich bin gespannt, ob die Trogs hier eine Herausforderung sind mit normalen Waffen. Insbesondere der dicke Trog am Ende. Wobei, die Trogs waren beim letzten Mal tatsächlich alle Level 100. Das heißt, ich erwarte sowieso, dass das ein bisschen komplizierter wird jetzt. Denn hier die ganzen Fanatiker, die könnten ruhig noch ein bisschen auf die Trainingsbank gehen. Die waren alle nur Level 50. Rar! Drei Headshots, mhm. Terrible Whale? Also Terrible Whale heißt nicht, oh, der schreckliche Walfisch, sondern es ist ein schreckliches Gebäude. Ah, da ist der Dicke. Okay, ja. Okay, defend all the Dingens-Typen. Also ich konnte nicht alle retten. Irgendwer ist gestorben. Okay. Das hat aber jetzt keinen Effekt gehabt, außer dass der Screen so ein bisschen hell geworden ist. Aber offenbar kann der Super Trock, der kann tatsächlich irgendeinen komischen Schreckangriff, so wie der Venikopoulos. Okay. Aber gehen wir jetzt mal zu Lennox zurück. Und danach zeige ich euch meine Briefmarkensammlung. Schön, dass ich hier die ganze Zeit im Kreis laufe. Ich fühle mich gerade wie in so einem verwunschenen Wald, wo man immer am Anfang rauskommt. Zumindest ist das die Erkenntnis. Eigentlich ist das ziemlich simpel. Du hast gegen die Fanatiker überhaupt kein Problem. Also die sind lächerlich einfach, selbst die in den Powerrüstungen. Kompliziert wird es allerdings gegen die Trogs. Da brauchst du so ein paar Schüsse mehr. Und es wird vor allen Dingen deswegen kompliziert, weil am Ende halt so viele Viecher da sind, dass mit ziemlicher Sicherheit wenigstens einer von den Respondern stirbt oder von den Union-Typen stirbt. Und du deswegen nicht alle Stamps bekommst. You ready to get airborne? Don't no. overstay you. I am not yet ready to leave. Ich wollte nämlich noch eine Sache zeigen. Man könnte ja meinen, wenn man so da nach oben guckt, guck mal, da sind ja lauter Brücken und Hängebrücken und Gerüste, auf denen man vielleicht laufen kann und so weiter und so blubbeli fort. Da kriegt man richtig Hoffnung, hey, vielleicht kann man da mal in ein Gebäude rein. Vielleicht ist da eine Wohnung, die man betreten kann, zum Beispiel in diesem Haus da oder so. Um euch jegliche Hoffnung zu nehmen auf das Leben und alles, zeige ich euch, dass das leider nicht geht. Das hier ist ein gutes Beispiel. Man könnte ja meinen, hey, ich warte einfach mal auf mein Jetpack. Jetpack, erholen Sie sich mal. Jetzt springe ich nach da.
Wow. Ne, vielleicht gibt es ja hier doch was zum Erforschen. Ich meine, guck mal, ich bin schon hier. Und jetzt springe ich noch nach da. Und guck mal, da ist eine Plattform. Und, ach, schade, die Tür ist natürlich zu. Aber vielleicht ist ja irgendeine andere Tür offen, wer weiß. Ich weiß. Ne, denn der Punkt ist, jedes Mal, wenn ihr irgendwo irgendwas findet, dann wird das durch eine unsichtbare Barriere blockiert. Also hier ist einfach, hier ist Schluss. Die Höhe hier könnt ihr nicht überschreiten. Und deswegen kommt ihr auch nicht auf diese... das war knapp. Deswegen kommt ihr auch nicht auf diese ganzen Brücken und so weiter, die hier sind, sondern die sind alle out of reach. Da kommt man leider nicht dran. Es gibt hier leider wirklich überhaupt null zum Erforschen. Ich hätte es schön gefunden, wenn hier, keine Ahnung, zum Beispiel irgendeine Wohnung tatsächlich aufgewesen wäre, die man über ganz komische Umwege erreicht. Oder vielleicht, dass es einfach hier irgendwo ein Raum offen ist und da liegt ein Zettelchen mit einem Zahlencode. Und diesen Zahlencode muss man irgendwo an einer ganz anderen Stelle eingeben. Und dann kommt man irgendwann irgendwo hin oder da ist eine Truhe drin und da kriegst du eine benahmte Waffe. Ja, einfach so als Belohnung, dass du erforscht hast. Dass das, keine Ahnung, halt irgendeine legendäre Waffe, die es nur dieses eine einzige Mal gibt, die man auch nur in dieser Truhe hier in den Expeditionen finden kann. Das hätte ich cool gefunden. Aber sowas gibt's halt nicht. Irgendwie sieht das so aus, als wäre das ein ziemlich dickes Nasenloch hier von dem Vertibird. Der kriegt gut Luft, der Vertibird. Jetzt fliegt mir nach Hause, Lennox. Wenn ich nur in Airborne, ja, bin ich. Hop in and I'll fire her up. Fire her up. Wisst ihr, ich habe nur sieben Briefmarken bekommen, weil leider schon ein paar Leute gestorben sind. Ne? Primary Objective, Steel Ingots, ja, und Protected All Union Fighters. Nein, da sind leider ein paar von gestorben. Also 780 Erfahrungspunkte ist absolut lachhaft. Fully lächerlich. Die Musik passt so richtig gut zu Fallout. Elevator open, wusch. 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 Hallo. Die Kamera steht so richtig gut, ne? So kann man sich richtig wunderbar verstecken. Aber eigentlich ist das eine ziemlich geile Idee, im Hintergrund in groß das Spiel zu haben. Genau, man sollte Wasser kochen, bevor man es trinkt, weil Wasser kochen, nachdem man es getrunken hat, ist ungesund. Des Kaisers neue Kleider, guck mal, wie cool. Ich darf jetzt unsichtbare Kochkleidung tragen. Des Kochs neue Kleider, mal sehen, was passiert. Ich hab's angeputtet. Super. Okay. Let's have you start by stirring the stew. Ja, ich störe den Eintopf, okay. Fantastisch. Jetzt ist er genug gestört. Ja, der ist total genervt von mir, weil ich ihn so sehr gestört habe. Da sind die Karottos. Und jetzt brauche ich noch 11 Fleischos. Der Downton, yay. Den Eintopf wieder stören. Der Eintopf wollte gerade seine Ruhe auf dem Klo haben und ich muss ihn wieder stören. Und jetzt rein damit. This is smelling delicious. Let's add more flavor with some salt and pepper now. With some salt and pepper now. Und wieder gestört. Dabei hat der Eintopf auch extra den kleinen Türklinkenhänger aufgehängt. Nicht stören. Ich habe Besuch. Ich habe Damenbesuch, sagt der Eintopf. Und trotzdem störe ich ihn ständig. Now that your stew is done, it is time to add your own special touch. Okay. Die Frage ist, darf ich jetzt einfach abhauen? Weil ich müsste jetzt echt irgendwo Gewürze herkriegen. Spices. Yay! Ich nehme mal bestimmt gleich drei mit. Ja, add spices. Some added flavor is a fantastic idea. This stew rivals my own talents. You must cook with me again sometime. Okay, diesmal kriegen die Raider was. I have some food for your people. I mean, food isn't gonna do shit to protect us, but... These will shut people up. Tastes pretty good too. Lol. Tastes pretty good too. Okay, er hat schon weggefressen. Ich sage ja, der Topf reicht nicht. Er alleine hat das jetzt schon weggefressen. Das Spicy Venison and Tartar Stew. Das ist das Ding. Interessant. Das sieht aber sehr schmackofatzig aus. Ich würde sagen, das sieht aus wie Steineintopf. Was habe ich denn vorher gemacht? Das war das Ungewürzte. Wo habe ich denn mein Ungewürzte? So, das ist ja schon spoiled. Spoiled Meat, okay. Ich glaube, es ist schon vergammelt. Sie sollte darüber nachdenken, so ein paar Konservierungsstoffe mit reinzumischen. So talk to me. You in? I'm in, baby. Yeah, I'm in. The game of Mono Art is for money. Great. Da, 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 da.
So würde ich klingen, wenn ich ertrinke. Ich muss tatsächlich rein. Oh nein, das ist aber gar nicht fein. Intruder, identify yourself. Hallo, ich bin der Intruder und ich bin ich. Geben die mir Assassin's Ultraside irgendwas hier. Damage to humans. Das kann der. Pharmacology Records Terminal. Wo muss ich suchen? Einfach umdrehen. Da, ach, direkt da drauf gestanden. Blödes Augenvieh. Oh Mann, was muss ich auch neugierig um die Ecke gucken? Ach, da muss er mir die Schnellreise abbrechen, der Sack. Oh, how are we going to accommodate so many guests? They aren't even paying, oh mein Gott. Bin ich die Wohlfahrt? Interessant, die haben aber zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Er sagt noch, ach, ich bin ja froh, mal wieder einen Gast zu sehen. Der ist richtig schön, den Gast finde ich toll. Und der andere, oh mein Gott, nicht noch mehr Gäste. Gäste sind scheiße. Ich hab was für dich. Hier, sprich mit mich. Ich möchte jetzt bitte gerne noch mal was spenden. Was brauchst du diesmal? Mode Plastik. Oder kann ich dir geben? Mode Plastik? Hey, anybody here knows how to fix a robot? That malfunctioning robot set us back in a big way. There's times you gotta accept your heart to adult. YMCA, das sind zwei Leute von YMCA. Strangest nonsense I ever heard. Okay. Hey. Anybody here knows how to fix a robot? Lass mal aufhören, hier rumzuschreien. Alter, der geht mir auf den Keks. Hey, anybody here know blablabla. Wie lange, wenn er das den ganzen... Oh gut, okay. Wenn er das den ganzen Tag wiederholt, vielleicht findet er dann tatsächlich irgendwann. Vielleicht fühlt sich ja irgendjemand irgendwann angesprochen. Aber ich glaube, wenn er noch 10 Minuten so weitermacht, dann schlägt dem irgendwer den Kopf ein. Nur damit er nicht noch weiter fragt. Hey, weiß hier irgendjemand, wie man Roboterreihe macht? Over here. Der liegt ja... Also ist das immer noch derselbe, der hier liegt? Oder liegt hier jedes Mal ein Toter zu deinen Füßen? Weißt du was, da werde ich langsam skeptisch. Das ist schon der zweite. Ich komme, bin ich hier und die liegen lauter Tote rum. Und du stehst da, so komplett seelenruhig. Das macht mich sehr, sehr skeptisch, Frau. Ich glaube nicht, dass ich dir vertrauen kann. Here we go, it's killing time. Kopf, du Miesling, was ist mit dem los? Warum ist denn der eben so erstickt? Ich stink doch gar nicht so sehr. Hört auf, euch zu verstecken. Okay, Enemies in Area 0. Das ist die Zahl, die ich sehen möchte. 0. My eyes! My eyes! Oh, da sind Piraten unter den Leuten. My eyes! Ich brauche 2 Augenklappen, bitte. Ich finde hier ein bisschen unfreiwillig komisch, die Kommentare. Du blockierst meinen Fortschritt, du Sack. Hey, Level 75? Nett. Da muss ich ja ein bisschen mehr schießen als einmal. Those supplies will help replace what was stolen. That's a relief. Head back to the pen and we can talk about his boundary next. Okay, auf zum Pen. My eyes! Ich sag ja, Piraten. Oh, wer wummt in der anderen? Das ganz tiefe Meer. Die Union Fighters sind immer wieder nackt. Da ist gerade FKK-Stunde bei den Union Fighters. Ich möchte nämlich eigentlich ganz gerne wirklich die Heavy Gunner richtig ausnutzen. Aber dann passiert nämlich das. Ich bin very schwer. Aber hier transferen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt müsste ich deutlich mehr Schaden machen. I know my fighters are in there somewhere. Probably rotting away in guarded cells. There's gotta be a warden with a key. Hunt them down, take the key and use it to free those prisoners. Oh, and they might not keep them all together, so look around. Make sure you don't miss anyone. Hä? What the fuck? Ich sag mal so, ich werd wahnsinnig. So, da, danke schön. Endlich hört das Geplumpe auf. Geplumpe, Geplumpe. Wie nennt man das? Geklingel ist es nicht. Wie nennt man dieses Geräusch? Bum, bum. Bum, bum. Aber ich bin ja immer noch auf der Suche nach den verrottenden Gefangenen. Ach, da ist der Boden. Ich finde, dass er auf mich zukommt. Sehr lieb von ihm. Spart mir sehr viel Weg. Ach, da oben. Wow, ernsthaft? Wie sind die da hochgekommen? Ist das so... Ne, wer hat denn die Steel-Ingots da oben draufgelegt? Ist das so ein bisschen so wie beim Autofahren, wenn du dann Autoschlüssel oben aufs Dach legst und dann losfährst? So von den kontaktlos und dich dann fragst, ja, wo ist denn mein Schlüssel hin? Friese, Prisoners. Hallo, ich friere euch mal. Aber nicht frieren, meine Leute. Ich habe nur gefriert.
Super Wortspiel, ne? Ich weiß. Was soll denn das? Wieso machst du die denn tot? Ich hab die doch gerade erst rausgelassen. Muss ich die etwa auch noch bewachen, während die rauslaufen? Können die sie nicht einfach rausteleporten, wie jeder anständige NPC auch? Ah, okay. Guck mal. Stehst du wieder auf? Darf ich dich steampacken? Danke fürs Aufstehen. Sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ich mach da mal. The Fanatics have no idea how to really work the foundry. Go to the chem lab? We need to do whatever we can to trash that chem lab. Danke. Auch was zu töten. Boi, ach, du hast auch wieder nichts von dem komischen Gemisch in der Tasche. Du, aber schön. Muss man vielleicht nur die Typen killen, die diese sexy Anzüge anhaben? Ich glaube schon. Ja, da ist wieder so ein Anzug-Heini. Und Mixture. War es das jetzt? 6 von 6. Schön. Okay, jetzt habe ich es geedit. Testing wird sabotaged. Und nun? Give us Seeding Agent. Komm. Schön, dass ich nicht mal Hinweise bekomme. Aha, aha, aha. Da, Sealing Agent. Hier, yeah, nochmal. Senfkarton. Okay, noch einen Sealing Agent. Da ist er. Gluck, gluck, gluck. Apply Cooling Agent. Distribution sabotaged. Und nochmal was wo rein. Ich laufe gerade wieder so lustig auf der Stelle, obwohl ich gar nicht friere. Dann so. The Foundry Fanatics won't mess with us again anytime soon. You're a hero, pal. You brought us the time we need to regroup and live another day. Ich glaube, da ist schon einer meiner Soldaten gestorben. So. Ja, die Unterquest von wegen alle überleben lassen ist schon gescheitert. Komm daher. Lohnt sich der Aufwand nicht. Aber darf ich mal zu Protokoll geben, dass die Union Fighter echt ziemlich in Luschen sind? Ich will jetzt nach Hause tuten. Falls ich auf dem Weg noch die Steel Ingots finden sollte, eine, dann würde ich vielleicht noch danach suchen. Aber es sieht ja nicht danach aus. Oder vielleicht doch. Sogar bei... Boah, hab ich ein Schwein. Ja? Auf einem Haufen. Und... Nochmal hier, okay. Also das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Wenn die so einfach auf dem Haufen liegen... Dann gebe ich die auch noch ab. Guck mal, Vicker, ich habe doch zufällig noch deine blöden Stahlbarren gefunden. Hey. Guck mal. Thank you. Ja, bitteschön. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens nach Hause gehen. Nachdem ich weiß, dass ihr versorgt seid mit Stahlbarren und irgendwelchen geklauten Vorräten und haufenweise Trockfleisch. Vielleicht schmeckt's ja, wer weiß. Kommt nach Hause, nach Hause, nach Hause. Nach Hause. Ja, ich bin ready to get airborne. Und ich bin gespannt tatsächlich, wie die nächste Expedition aussieht, weil die heißt dann The Trench. Und da hoffe ich tatsächlich, dass das nicht wieder nur irgendein Fabrikgelände ist, sondern dass da ein bisschen mehr Natur ist. Dass das irgendwie am Stadtrand von The Pit ist und da halt eben so ein Schluchtabgrund irgendwas ist. Das ist meine Hoffnung. Die Steel Ingots zu finden ist eigentlich auch gar nicht so schwer, wie ich befürchtet hätte. Normalerweise läuft man, während man die Mission spielt, immer dran vorbei. Das heißt, wenn man so ein schielendes Auge auf den Kompass hat und darauf achtet, ob da irgendeine zusätzliche Markierung auftaucht, dann kann man die Steel Ingots tatsächlich einfach so beiläufig finden. Da ist ein kleines Grübenhauli. Wir schauen ihm mal in die Augen zum Abschied. In diese wunderschönen Augen. Diese komischen Dinger hier, das sind seine Augen. Ne? In diese schönen, wunderschönen Äuglein gucken wir ihm jetzt mal rein zum Abschied. Hoffentlich zwinkert er nicht zurück. Und damit sage ich Tschüss. Danke fürs Zugucken. Und ja, das war jetzt wieder ein Fallout 76 Video. Ist aber reiner Zufall. Ne? Also habt keine Hoffnung, dass ich vielleicht noch weitere mache. Ich sage Tschüss. Eventuell bis zu irgendeinem nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und bis bald und so. Ist die Aufnahme immer noch nicht zu Ende? Krass. Und du guckst immer noch? Hoffst du tatsächlich, dass jetzt noch irgendwas passiert oder so? Dass ich vielleicht noch eine Expedition dranhänge? Ach Gott, ach Gott. Diese unverbesserliche Hoffnung. Mensch. Du hast doch Besseres zu tun, als hier so ein blödes Video zu gucken. Naja, ich will die nicht noch mehr von deiner Lebenszeit stehlen.
Und deswegen auch dir, der du jetzt immer noch hier dran hockst, sag ich mal tschüss. Bist du immer noch nicht weg? Meine Fresse. Du bist so hartnäckig. Jetzt traue ich mich ja fast schon nicht mehr auf den Aufnahme-Pause-Button zu klicken. Aber egal, ich erlöse dich jetzt mal. 3, 2, 1. Und jetzt tschüss.